Hallo, ja, ich bin Daniel Altmann, ich komme aus Wismar. Kurz vorweg, bevor wir anfangen, ich habe zwei Gedichte mitgebracht. Ich sage euch jeweils die Titel und ihr entscheidet euch für einen. Es ist einmal Oben oder Schneeglöckchen. Bitte jetzt. Oben. Erik lernt sie kennen, da ist sie 8 Jahre alt. Sie ist schrullig und heißt Ellie und er ist sofort verknallt. Ellie trägt eine Brille und eine Fliegermütze. Sie hat eigentlich nur Quatsch im Kopf und ist zu nichts Nütze. Erik jedoch sieht das Leuchten in ihren Augen, wenn sie spricht. Sie kitzelt mit ihrer Nasenspitze immer sein Gesicht. Er klettert mit ihr auf den Dachboden und bricht sich dabei das Bein beim Toben. Es ist dunkel draußen und schon pechschwarze Nacht. Er liegt im Bett mit Gipsverband, als er ganz erwacht. Es spukt in seinem Zimmer, er hört deutlich die Gespenster. Die Geräusche kommen jedoch von draußen, vom Fenster. Dann fliegt ein kleiner Luftballon durch den Raum. An ihm befestigt ist der Ast von einem Baum. Ein kleiner Zettel klebt daran mit einem Indiz. Er lächelt über die kleine Liebesbotschaft, gezeichnet E. Lachen macht gesund, sagt sie und lacht ihn an. Sie sitzt in seinem Zimmer auf dem Fensterrahmen. Dann schlüpft sie zu ihm und das Betttuch und zeigt ihm ihr Abenteuerbuch. Ich will nach Südamerika, in einem Zeppelin. Die Frage ist nur, wie baue ich ihn? Dann das Leuchten in ihren Augen, als E verspricht, den Zeppelin zu bauen. Und nach vielen ungezählten Haustier-Turtel-Szenen, als er 20 und sie 19 war, da stehen beide vorm Altar und sagen ja. Er hat seine Schnecke gefunden und baut ihr ein Haus. Er baut nicht wirklich, aber sie haben nach der Hochzeit eins gekauft. Es ist eine windschiefe Hütte ohne richtiges Dach. In den ersten Nächten hält der Wind sie oft wach. Doch mit Farbe, Pinsel und Beharrlichkeit ist das Haus nach 3 Jahren dann soweit. Zum Schluss stellen sie 2 Sessel ans Fenster, direkt nebeneinander. Im Garten riecht es nach Rosmarin und abends nach Koriander. Sie liegen auf der Wiese und durch die Haare weht der Wind. Dann dreht sie sich zu ihm um und sagt, wir bekommen ein Kind. Das Abenteuer muss wohl noch warten. Erstmal wollen sie Kinder haben. Die eine Hälfte des Kinderzimmers wird rosa, die andere wird blau. Ob es Mädchen oder Junge wird, das wissen sie nicht genau. Das Abenteuerbuch steht in der Ecke über dem Kamin. Es steht noch kein Abenteuer drin, weder von ihr oder von ihm. Dann der Arzt. Seine Worte sind wie der Behandlungsraum steril. Er stellt ernüchternd die Diagnose, ansonsten sagt er nicht viel. Sie sitzt im Garten und er kann nur ahnen, wie sie sich fühlt. Setzt sich leise neben sie, als Ellie seinen Atem spürt. Dann hält er lange ihre Hand und sie sagen kein Wort. Die Sonne geht unter und sie sitzen immer noch dort. Mit warmen Worten und dem letzten Tageslicht streichelt er ihr zärtlich über das Gesicht. Dabei lässt er ihre Hand nicht los und legt das Abenteuerbuch in ihren Schoß. Hey, auf uns wartet noch das Abenteuer. In Südamerika. Nun sind beide Mitte 30 und er war immer noch nicht da. Und beide stellen Sparschweine auf, um für die Reise zu sparen. Irgendwann haben sie die Kohle auch zusammen und ja, dann kracht der Baum ins Haus. Die Reparatur zählt die Ersparnis auf. Sie seufzen beide, das Sparen geht weiter. Dann geht das Auto kaputt, er fällt von der Leiter und so zieht Jahr um Jahr ins Land. Und das Abenteuerbuch steht unberührt an der Wand. Dann sind sie alt. Erstaunt, was steht denn da? Hey, das Buch, nur die erste Seite ist beschrieben. Reise nach Südamerika, krass. Er kann es nicht fassen, wie kann das sein, dass das mal war? Mit 8 Jahren wollte er doch schon nach Südamerika. Am selben Tag geht er zur Reiseagentur, kommt mit den Tickets nach Hause. Von Ellie fehlt jede Spur. Der Blick zum Telefon, der RB ist voll. Mit Nachrichten der Intensivstation und der Bitte, dass er kommen soll. Im Krankenzimmer kein Zeichen, dass sie noch lebt. Nur das monotone Piepen dieses Sauerstoffsättigungsgeräts. Sie schlägt die Augen auf. Glasig, matt. Kein Wort, das sie noch spricht. Jede Bewegung kostet Kraft. Er sieht es in ihren Augen, es geht zu Ende. Langsam legt sie das Abenteuerbuch in seine Hände. Es ist dunkel und eine kleine Kerze spendet Licht. Seine Augen sind trüb, sein Blick geht ins Nichts. Er hält symbolisch einen Luftballon in seiner Hand und sitzt auf kalten Stufen vor einer Kirchenbank. Er geht nach Hause und schläft lange nicht ein, obwohl er es versucht. Auf der gemachten Seite des Bettes, da liegt das Abenteuerbuch. Hast du noch Träume? Beeil dich damit. Die Zeit, die rennt und wartet nicht auf dich. Ein langweiliges Leben, das geht so schnell vorbei. Im Sommer schneidest du die Hecke, im Winter räumst du die Einfahrt frei. Zieh morgen noch los und kauf dir, was du brauchst. Hör auf, die Vorschriften zu machen und brich einfach nochmal aus. Schreib dir auf, was du erreichen möchtest, mit ihm, mit ihr allein. Manche Ziele wirst du nicht erreichen. Hey, das soll so sein. Aber bestraf dich nicht damit, noch länger zu warten. Versuch, die Träume doch mal zu leben, anstatt die Träume nur zu haben. Das Leben, das ist wie ein Master of Slam. Mit Sitz in der ersten Reihe oder in der Loge. Tu dir selbst den Gefallen. Sei nicht der Typ von der Garderobe.